Kapitel 9 Familienkrise Fandas Sicht. In der nächsten Sekunde befanden wir uns an einem anderen Ort, wobei ich immer noch auf dem Boden lag. Das hier ist der andere Kontinent, oder? Ja, wir haben es geschafft. Auch wenn der Kampf mich sehr verwundet zurückgelassen hatte, fühlte ich mich selten so lebendig wie nun. Trotzdem machte Feld sich natürlich Sorgen. Geht es dir gut, Fanda? Ich stand auf, um mir zu beweisen, dass ich mich gut fühlte. Und scheiterte dabei direkt. Ich stürzte sofort wieder zu Boden. Eines meiner Beine schmerzte zu sehr, um meine Last zu tragen. Bitte übertreib's nicht, du musst dich ausruhen. Ich versuchte ihr zu widersprechen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen sofort zur Höhle, uns rennt die Zeit davon. Even teilte uns auch seine Meinung mit. Sorry, Boss, aber deine Freundin hat recht. Du bist genauso wenig in der Verfassung zu reisen, wie ich es bin. Fett ist die einzige in unserer Gruppe, die überhaupt reisen könnte. Aber auch nur dank dir, Fanda. Du wurdest nur wegen mir verwundet. Ich würde mir nie verzeihen, wenn dir etwas passieren würde. Ihr trauriger, bettelnder Blick reichte, um mich zu überreden. Na gut. Aber nur für einen Tag. Mehr Zeit haben wir wirklich nicht. Glücklich wirkte Fett zwar nicht, doch trotzdem sagte sie nichts. Sie wusste, dass sie mich nicht umstimmen könnte. Daher suchten wir uns eine kleine Grotte in der Nähe, in der wir uns ausruhten, wobei Fate mir helfen musste, damit ich überhaupt hinkam. Wir verbrachten die nächsten Tage in dieser Höhle. Ja, die nächsten. Fate fand durch Recherche heraus, dass unser Fußmarsch rund 4 Tage dauern würde. Als wir diese Grotte fanden, blieben uns 13. Außerdem schmerzte mein Bein am nächsten Morgen immer noch. Wegen all diesen Faktoren stimmte ich zu, noch länger zu rasten, worüber Fate natürlich sehr glücklich war. Auch Even wirkte erleichtert. Im Nachhinein bereute ich es auch nicht, vor allem durch das, was als nächstes kommen würde. Als wir uns ausruhten, verbrachten wir die Zeit gemeinsam. Fate nutzte die Zeit, um Even besser kennenzulernen, und ich erzählte beiden einige Geschichten aus meiner Vergangenheit. All die Zeit wich Fate nie von meiner Seite, was sich für mich immer noch relativ seltsam anfühlte. Auch als ich noch dachte, Esti wäre mein Freund, war er nie sonderlich lang bei mir gewesen. Nun wusste ich wohl auch, dass seine häufigen Abschiede wohl Besuche bei den Sklaven gewesen waren. Erneut spürte ich, egal wie dieses Abenteuer enden würde, zumindest konnte ich einmal in meinem Leben wahre Freude spüren. Und auch mein Geheimnis wäre endlich gelüftet. Wäre dies nicht geschehen, hätte ich Fate meine Gefühle wohl nie gestehen können. 6 Tage vergingen, bevor wir unsere Reise fortsetzten. Wie bereits erwähnt, würde die große Reise 4 Tage dauern. 4 Tage, bis wir den antiken Dämon persönlich bekämpfen und vermutlich das Schicksal der Welt bestimmen würden. Wir, und vor allem ich von all den Pokémon, würden die letzte Hoffnung für die Welt werden. Endlich könnte ich meine Fehler wieder gut machen. Der Untergang des Dämons würde auch den Sinn aus der Existenz der Sklaven nehmen. Am ersten Tag der Reise geschah nicht wirklich etwas. Wir reisten durch einen großen Wald, der gefühlt den gesamten Kontinent bedeckte. Wir redeten über manche Dinge, zum Beispiel über Esti und darüber, wie wir uns den Dämon vorstellten. Die paar Male, die wir Pause machten, machten ich und Fate nicht wirklich Pause. Ich nutzte die Zeit, um sie für die große Schlacht zu trainieren. Erst am Abend des 2. Tages geschah etwas Besonderes. Wir machten gerade wieder eine Pause und diskutierten, ob wir für die Nacht hier bleiben sollten, als wir plötzlich angegriffen wurden. Ein durchschnittlich großer Feuerball traf relativ genau in der Mitte von uns auf den Boden. Niemand wurde verwundet und wir positionierten uns für einen Kampf. Uns war bereits klar gewesen, dass uns auf unserer Reise noch Gegenwehr erwarten würde. Wir wussten, dass es noch einen General gab, den wir nicht bekämpft hatten. Aber heute würde wohl nicht der Tag für ihn werden. Anstatt sich weiterhin zu verstecken, trat ein Igelava aus dem Schatten. Als erstes fiel uns ihr Anhänger auf. Er trug das Zeichen der Sklaven. Genauer gesagt das der Krieger. Endlich! Ich dachte, ich würde euch nie finden! Ich war ziemlich überrascht, dass eine einzelne Kriegerin uns entgegentrat.
Eigentlich müssten sie ja bereits bemerkt haben, dass wir es die besiegt hatten. Also, naja, eigentlich nicht wir, aber das mussten die Sklaven ja nicht wissen. Evans Reaktion zeigte, dass ich nicht als einziger überrascht war. Warte, du bist echt alleine? Bist du doof oder so? Ich versuchte, das Pokémon zu erkennen, doch ihr Gesicht sagte mir nichts. Offenbar war sie erst nach meiner Herrschaft Teil der Gruppe geworden. Während ich so nachdachte, warf sie Evan einen gereizten Blick zu. Klappe, du nutzloses Fellknäuel! Vor allem nach so einem langweiligen Verrat! So wie ich das mitbekomme, ist das doch euer Fachgebiet, oder? Darum geht's ja! Es war langweilig! Keine Action, keine Explosion, kein Blut! Nur eine lächerliche Flucht! Langweilig! Ich verließ meine Kampfstellung wieder. Diese Sklavin verwirrte mich wirklich. Ist deine Mission, uns in den Boden zu labern mit deinem Schwachsinn? Das wird nicht klappen, dafür habe ich zu viel Zeit mit G verbracht. Und jetzt hau ab, du wirst deinem Boss hier nicht helfen können. Ich bin nicht wegen dem schwarzen, schwebenden Kerl hier. Bitte was? Wenn du nicht für die Sklaven hergekommen bist, warum denn dann? Feld hinterfragte die Motive des Feindes. Für meine Eltern natürlich, ihr Idioten. Diese ganze Sklavensache ist nur eine Nebensache. Ich bin ihnen nur beigetreten und hierher gereist, um zu beweisen, dass meine Eltern recht hatten. Keiner von uns verstand auch nur ein Wort. Und was haben wir mit deinen Eltern zu tun? Wieder zeigte das Igelava ihr Temperament und keifte Evan an. Ich rede nicht mit dir, du interessierst mich nicht. Genauso wenig wie das Vulpix. Ich bin hier, um dich zu bekämpfen, Fanda. Warum zur... Kannst du uns bitte zumindest erklären, weshalb? Ein bösartiges Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Wirklich? Ich hätte gedacht, dass du es bereits durchschaut hättest. Aber wenn du wirklich so dumm bist, wie sie alle sagen, dann helfe ich dir auf die Sprünge. Vor vielen Jahren hörten meine Eltern zum ersten Mal von den Sklaven und davon, dass du ihr Anführer seist. Zuerst lachten wir alle nur darüber und hackten es als Witz ab. Aber mit der Zeit hörten wir es in unseren Bekanntenkreisen öfter und öfter. Deshalb entschieden sie, dass wir den Sklaven beitreten würden, um die Wahrheit zu erfahren. Und was soll ich sagen? Du warst zwar nicht mehr dort, aber trotzdem fanden wir heraus, dass alle recht hatten. Meine Eltern waren ziemlich wütend und konnten es nicht glauben, da sie wussten, dass du niemals die Kraft für so etwas haben könntest. Sie trainierten mich, um die Wahrheit zu beweisen. Um zu beweisen, dass du nutzlos bist. Und auch wenn sie inzwischen tot sind, will ich ihren Willen weitertragen und beweisen, dass sie im Recht waren. Zwar erklärte dies manches über die Motive der Kriegerin, jedoch fragte ich mich nun, was ihre Eltern bitte gegen mich hatten, weshalb sie mich so sehr hassen sollten. Aber langsam dämmerte es mir. Währenddessen nahm sie eine Kampfposition ein. Mein Name ist Inferno, nach dem Feuer, das in meiner Seele brennt. Ich bin hier, um die Ehre meiner Eltern wiederherzustellen. Ich beweise, dass sie recht damit hatten, dich auszusetzen, Bruder. Feldsicht. Im nächsten Moment griff das Igelava, Inferno, an. Sie schoss einen Flammenwurf direkt auf Fanda. Dieser stoppte ihn mit einer einzelnen Pfote. Ich versuchte anzugreifen, so wie auch Evan es tat. Doch bevor wir handeln konnten, stoppte uns Fanda. Bleibt zurück, ihr beiden. Ich kämpfe diese Schlacht alleine. Es geht hier nicht um die Sklaven. Das ist nicht euer Kampf. Das hier ist persönlich. Aber ich wollte argumentieren, doch Evan zog mich weg in vollem Bewusstsein, dass ich Fanda nicht umstimmen würde. Als Fanda sich von uns wegdrehte und begann ebenfalls zu kämpfen, realisierte ich etwas. Ich hatte ihn schon oft mit schlechter Laune erlebt, vor allem nach Estis Verrat. Aber es war meist eher Trauer als Zorn. Doch nun, als er gegen dieses Igelava, das laut eigener Aussage seine Schwester war, die er bereits in der Legende erwähnt hatte, kämpfte, sah ich zum ersten Mal, was wahre Wut in ihm auslösen würde. Und ich bemerkte, weshalb Evan mich so schnell von der Kampffläche geschoben hatte. Ich wusste schon, dass Fanda ein wirklich mächtiger Krieger war. Doch Wut schien seine Gedankenströme noch einmal stark zu beeinflussen. Es wirkte, als wäre jegliche Gnade zusammen mit jedem Schmerzgefühl und sogar Bewusstsein verschwunden. Er hielt die meisten feindlichen Angriffe mit bloßer Pfote ab,
obwohl diese Angriffe aussahen, als könnten sie schwächere Pokémon mit einem Schlag töten. Doch Thunder definitiv nicht, das war sicher. Trotz allem schien das Igelaber größere Chancen zu haben, als ich gedacht hätte. In der Mitte der Schlacht begann sie auf einmal zu erzählen, wobei sie immer noch kämpfte. Wir wissen beide, unsere Eltern hielten nie sonderlich viel von dir, Thunder. Mein Partner unterbrach sie sofort. Halt dein Maul und gib auf! Sie schien sich von seinem Gebrüllen nicht irritieren zu lassen. Ich glaube, dass sie ihre Meinung zumindest etwas geändert haben, als sie weit herausfanden. Sie wollten es nur nicht zugeben. Sie konnten sich nicht eingestehen, dass du zu so etwas fähig wärst. Sie trainierten mich mein ganzes Leben lang, nur damit ich es beweisen könnte. Aber ist das nicht schon der Beweis? Allein ihr Bewusstsein, dass sie mich für diesen Kampf trainieren müssten? Als wir damals den Sklaven beitraten, bewährte ich mich früh. Inzwischen bin ich eine der jüngsten Kriegerinnen in der Gruppe. Sogar Darkrai selber gab mir eine Trainingsstunde, damit ich nun hier sein könnte. Wieder wurde sie unterbrochen. Du hast dich sogar mit diesem Bastard persönlich verbündet. Du bist genau wie unsere Eltern. Abfall. Und erneut wirkte sie unbeeindruckt. Wenn ich so wertlos bin, warum hast du mich dann noch nicht getötet? Bist du zu schwach? Also, wo war ich? Ach ja, Darkrai hat mich schon eine Weile im Auge. Er meint, er sei begeistert von meinen Leistungen. Er sagte, sollte ich ihm mit einer großen Tat Treue beweisen, dann würde er mir helfen, mich zu entwickeln und mich zu einer Generälin befördern. Die erste Generälin, die Sklaven je hätten. Das heißt, ich müsste dich einfach nur töten und ich wäre berühmt. Aber das ist nicht das Thema, weil es wäre zwar schön und gut, aber auch nur eine Nebensache. Sie schien nun mit ihren Ausführungen fertig zu sein. Als sie Thunder all dies erzählte, schien seine Wut etwas zu verebben, was ihn schwächte. Er konnte die Angriffe nun nicht mehr so einfach abwehren. Inferno schien alles unter Kontrolle zu haben. Je mehr Zeit verging, desto schlimmer war die Situation für Thunder. Ich wusste, ich müsste eingreifen, wenn sich nichts änderte, auch wenn Thunder es nicht wollte. Dies war kurz, bevor sie begann erneut zu sprechen. Wie gesagt, die Sklaven haben für mich keine Bedeutung. Ich bin so, wie meine Eltern mich erzogen haben. Ich bin treu denen gegenüber, die es verdienen. Auf einmal hörte sie auf, ihn anzugreifen. Lass uns aufhören. Auch Thunder hörte auf zu attackieren und beäugte sie überrascht. Was? Warum hörst du jetzt gerade auf? Gibst du auf? Inferno lachte bloß. Hättest du wohl gern. Wir beide wissen, hätten wir weiter gekämpft, dann hätte ich gewonnen. Aber ich bin hergekommen, um zu beweisen, dass du unfähig bist. Um zu zeigen, dass unsere Eltern recht hatten. Sie brachten mir bei, eine ehrenhafte Kriegerin zu sein. Ich kann es zugeben, wenn ich im Unrecht bin. Und auch sie waren im Unrecht. Ich kann nicht beweisen, was nicht wahr ist. Das war ein unglaublicher Kampf. Heißt das, du akzeptierst mich? Dieses Mal lächelte sie bloß. Auf einmal wirkte sie schon beinahe freundlich. Natürlich tue ich das. Das war der beste Kampf meines Lebens. Wird Darkrai denn nicht von dir enttäuscht sein? Even versuchte eindeutig, sie etwas zu provozieren. Ich habe immer noch nicht mit dir geredet. Aber wenn du Thunders Freund bist, dann kannst du ja nicht so schlecht drauf sein. Es interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was er sich denkt. Ich hätte den Laden sowieso verlassen. Ich denke, ich gehe dann wieder nach Hause. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder. Sofort bewegte sie sich auf den Rand der Lichtung zu. Doch bevor sie ging, stoppte sie noch einmal. Ach, und Thunder? Komm mich gern mal besuchen, wenn ihr dieses Ding fertig gemacht habt. Nun schien sie wirklich gehen zu wollen. Doch Thunder stoppte sie. Warte. Heißt das, wir haben einen Waffenstillstand? Kommt drauf an, wie du das siehst. Mir nach kann's auch gleich ein kompletter Frieden sein. Ich meine, ich hab dich nie wirklich gehasst. Ich wollte bloß meine Eltern stolz machen, aber tja, sie haben Scheiße geredet. Hoffentlich bis bald. Mit diesen Worten ging sie endgültig und ließ Thunder sprachlos zurück. Thunders Sicht. Tag 3 unserer Wanderung. Wir alle waren gespannt, ob der Tag ähnliche Überraschungen bringen würde wie der zuvor. Nachdem der Kampf geendet hatte, hatte ich mit Feld und Even drüber geredet. Ich war zunächst schlicht sprachlos. Doch ich realisierte schon bald, dass diese Ereignisse den Krieg innerhalb meiner Familie endlich beenden würden. Ich würde zum ersten Mal wirklich eine Familie haben. Aber natürlich nur, wenn wir überleben würden. Zuerst müssten wir die Finsternis zerbersten lassen.
oder um genauer zu werden, den Schattendämon. Und nur ein Tag lag noch vor unserer Begegnung mit ihm. Ein Tag, bevor das Schicksal der Welt entschieden werden würde. Mit diesem Bewusstsein schritten wir voran. Die Sonne verdunkelte sich schnell und wurde nun von einem heftigen Sturm begleitet. Der Wind blies uns um die Ohren und der Regen strömte vom Himmel. Alle paar Sekunden schlug ein Blitz ein, mit dem Donner kurz darauf folgend. Das Zentrum des Sturmes lag eindeutig direkt über der Cave of Fate. Der Sturm erschwerte unsere Reise, doch wir alle wussten, wir mussten nun stark bleiben. Die Höhle kam näher und die Welt zerfiel. Das Finale näherte sich unabwendbar. Unbekannte Sicht. Sie kommen. Das Ende kommt näher und näher. Jeder einzelne Schritt meines Planes funktionierte perfekt. Sie tanzten all die Zeit genau nach meiner Pfeife. Sie sind alle meine Marionetten. Und nun laufen sie mir genau in die Falle. Wenn sie wüssten, dass sie mir meine wahre Macht zurückgeben werden. Fate, du hast deinen kleinen Dialog vor deinem Erwachen wohl schon wieder vergessen. Zumindest handelst du so. Die Zeit kommt, in der ich mein Versprechen von damals wahrmachen werde. Von Anfang an war alles klar. Mein Sieg war vorherbestimmt. Ich war schon immer der Gott dieser Welt. Und dieses Mal gibt es keinen Drachen, um mich zu stoppen. Dieses Mal werde ich erhalten, was mir gehört. Ich werde vernichten. Ich bin, um zu vernichten. Niemand kann den Schattendämon dieses Mal stoppen. Fate-Sicht. All die Zeit begleitete mich ein schlechtes Gefühl, welches einfach nicht verschwinden wollte. Es kam mir vor, als hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Was kein Wunder wäre, wenn man an meinen Gedächtnisverlust denkt. Doch trotzdem wirkte es gruselig. Ich fragte sowohl Fanda als auch Even, ob auch sie es fühlten. Doch beide verneinten. Jeder Schritt, den ich tat, stärkte das Gefühl bloß. Jeder Meter, den ich mich der Höhle näherte. Irgendetwas war dort. Irgendetwas, was ich vor langer Zeit vergaß. Irgendetwas aus meiner Vergangenheit würde zurückkehren und mich quälen. Bei dem Gedanken lief mir ein Schauer über den Rücken. Fanda gab sein Bestes, um mich zu beruhigen. Und so wie er nun einmal war, hatte er relativ viel Erfolg damit. Am vierten Tag sahen wir in der Ferne bereits den Quell der Finsternis am Himmel. Es lag direkt auf der Spitze eines Berges. In den Tiefen dieses Berges wird unser Abenteuer enden, egal wie. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir werden hier noch rasten bis morgen früh. Es wird morgen enden und unsere Zukunft wird leuchten. Wir versuchten gar nicht erst ein Lagerfeuer zu machen, da der Regen kein bisschen nachgelassen hatte. Und ich hatte das beunruhigende Gefühl, dass er das auch nicht würde, bevor der Dämon gefallen war. Also, wie stellt ihr euch den Dämon denn so vor? Even versuchte die angespannte Stille mit einer Frage zu brechen, die wir schon mehrfach diskutiert hatten. Doch wir alle hatten inzwischen nochmal neue Ideen. Und vor allem war es eine gute Ablenkung. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie so ein Dämon aussehen könnte. Bloß, er muss wohl unfassbar stark sein. Fandas Antwort fiel überraschend kaltherzig aus. Warum sollte mich das interessieren? Wir haben es die überstanden. Schlimmer wird's nicht mehr. Wieder verfielen wir in Stille, die ich mit einer weiteren, eigentlich irrelevanten Frage durchbrach. Jetzt am Ende dieser Reise, glaubt ihr, ihr versteht inzwischen, was wirklich hinter SD steckte? Was es mit dem Virus auf sich hat? Und weshalb er hier war? Even antwortete als erstes. Ich habe nur eine Theorie, vielleicht, aber nur ganz vielleicht, war SD dieselbe Art Virus wie Deoxys, das Alien-Pokémon. Die Leute reden oft als Virus, der diese Welt überfallen hätte über es. Das klingt doch eigentlich ähnlich wie SD. Fanda hatte eine sehr eigene Idee. Meine Vermutung baut wohl eher auf meinen eigenen Emotionen auf als auf Fakten, aber ich habe schon immer an Parallelwelten geglaubt, die unserer sehr ähneln. SD sagte ja auch, dass er aus einer anderen Dimension stammt. Und meine Theorie ist, dass SD der Darkrai einer Parallelwelt war. Jedoch bloß seine Albtraumenergie, ohne den Körper Darkrais. Als er den Namen Darkrai erwähnte, realisierte ich endlich, was ich all die Zeit verdrängt hatte.
Das ist es, Fanda. Ich weiß, was ich immer noch nicht weiß. Wir wissen immer noch nicht, weshalb Darkrai mich angegriffen hatte. Du hast recht. Ich hatte es nach all dem schon wieder verdrängt. Das müssen wir noch unbedingt. Even unterbrach ihn und wir realisierten, was wir sonst noch vergessen hatten. Nämlich, ihm davon zu erzählen. Was? Darkrai hat dich angegriffen? Warum weiß ich nichts davon? Wir nutzten den Rest des Abends dafür, ihm die Geschichte zu erklären. Als die Zeit voranschritt, entschied ich mich dazu, mich endlich schlafen zu legen. Wir würden alle unsere Stärke benötigen. Es fiel schnell auf, dass Even sehr schnell eingeschlafen war, da er ziemlich lautstark schnarchte. Ich konnte nicht gut schlafen. Immer noch blieb mein Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Zudem müssten wir morgen das Schicksal dieser Welt bestimmen. Ein kleines Polizei-Evoli, ein depressives Shinux und ein Vulpix mit Amnesie. Einige Minuten später hörte ich Fanda, der leise sprach. Feld, bist du noch wach? Ja, was ist es denn? Weißt du, morgen. Morgen werden wir jedermanns Zukunft bestimmen. Ich werde endlich die Chance haben, meine Fehler wieder gut zu machen. Aber inzwischen fühle ich auch, was du meintest. Irgendetwas schrecklicher, als wir es uns je vorstellen könnten, wartet in dieser Höhle. Es ist... Er atmete tief durch. Feld, danke. Einfach danke. Ich war ziemlich aus der Bahn geworfen. Wie, wofür denn? Für einfach alles. Du hast so viel für mich getan. Mehr, als du es je wissen wirst. Ich hätte nie erwartet, dass Dinge sich so entwickeln würden, als ich dich damals im Wald gefunden hatte. Du warst immer für mich da. Selbst als ich mich selber aufgegeben hatte, hast du an mich geglaubt. Egal, was morgen passiert, bitte, vergiss nie, wie sehr ich dich liebe. Ich lächelte ihm zu. Ich würde das niemals vergessen. Ich liebe dich auch und vergiss du das ja nie. Selbst wenn du dir oft das Gegenteil einredest. Du bist nicht nutzlos, du bist wirklich besonders. Und du wirst nie mehr alleine sein. Für ein paar Minuten wurden wir beide still. Ich fühlte, wie Fanda sich an mich drückte. Egal, was morgen passiert. Wir bleiben immer zusammen, versprochen. Versprochen. Trotz all dem, was in meinem Kopf herumkreiste, konnte ich nun ruhig schlafen. Bis der entscheidende Tag beginnen sollte.